Hebammen. Das ist Sage-Femme und auf Französisch und Doula auf Englisch. Spanisch weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vorab ein paar Vokabeln. Zum einen das Wochenbett, dann die Stillzeit, Frühgeburt. Dann gibt es die Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung, der Mutterpass, die Ultraschalluntersuchung, den Geburtsvorbereitungskurs und dann natürlich solche Wörter wie Wehen und Stillen. Ich weiß nicht, ob ich Stillen schon gesagt habe. Die Fehlgeburt. Bin gleich fertig. dann die Entbindung, klar, Entbindung. Und dann die Bundesärztekammer. Das sind die Wörter, die ich mir notiert habe, die schwierig werden könnten. Okay, dann fange ich jetzt an. Ich möchte euch heute etwas über die Arbeit von Hebammen erzählen und was genau Hebammen eigentlich machen. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sehr aufregende Phasen im Leben einer Frau. Und die kompetente Unterstützung und Begleitung durch eine Hebamme in dieser Zeit kann Frauen helfen, gestärkt zu sein und auch gut informiert durch dieses spannende Kapitel ihres Lebens zu gehen. Es gibt Studien, die zeigen, dass eine kontinuierliche Betreuung durch eine Hebamme während der Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett ganz viele Vorteile für die Gesundheit von Mutter und Kind hat. Ich werde euch heute ein wenig darüber erzählen, was eine Hebamme eigentlich genau macht, warum man eventuell eine Hebamme aufsuchen sollte und wo und wie man sie am besten findet. In der Schwangerschaft unterstützen und beraten freiberufliche Hebammen die werdenden Eltern von Anfang an. Dabei sollte man am besten schon im ersten Trimester der Schwangerschaft nach einer Hebamme suchen. Für eine Hebamme ist die Schwangerschaft und die Geburt ein gesundes und normales Ereignis im Leben einer Frau. Aber dieses Ereignis kann natürlich auch mit Risiken einhergehen, die man dann durch eine umfassende Betreuung senken kann. Es gibt zum Beispiel das Risiko einer Frühgeburt. Hebammen führen auch Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen durch, die man natürlich auch bei einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin machen lassen kann. Diese Untersuchungen finden dann in der Hebammenpraxis statt oder in der Arztpraxis oder zu Hause. Und die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im sogenannten Mutterpass dokumentiert. Bei jedem Termin werden die Größe des Babys, die Herztöne des Babys und das Wachstum der Gebärmutter sowie das Gewicht des ungeborenen Kindes untersucht. Hebammen führen dabei aber keine Ultraschalluntersuchungen durch. Die Ultraschalluntersuchungen finden immer beim Gynäkologen oder der Gynäkologin statt. Bei den Vorsorgeuntersuchungen durch eine Hebamme ist dann auch oft genug Zeit da, um Fragen zu beantworten, zum Beispiel was die Wahl des Geburtsortes betrifft oder die Vorbereitung des Wochenbettes. Während der Schwangerschaft kann eine Hebamme auch bei Schmerzen mit Rat und Tat zur Seite stehen und Beschwerden durch gezielte Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Ernährungsumstellung, Akupunktur oder mit Hilfe von anderen Mitteln lindern und Frau auch psychische Beschwerden wie Ängste, depressive Gefühle oder Stress besprechen. Und dann gibt es natürlich noch den Geburtsvorbereitungskurs, der ganz wichtige Informationen und praktische Übungen umfasst.
die auf die Geburt und die Zeit danach vorbereiten. So einen Geburtsvorbereitungskurs, den kann man mit oder ohne PartnerIn machen und der findet meistens im zweiten oder dritten Trimester statt. Dabei werden die Kosten in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Kommen wir nun zum nächsten Abschnitt, nämlich die Geburt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Anwesenheit einer Hebamme während der Geburt Standard. Die Hebamme zeigt den Frauen dann, wie man die Wehen am besten verarbeiten kann, zum Beispiel durch Atemübungen, Bewegungen, mithilfe von Massage oder Wärmebehandlungen. Sie überwacht den Geburtsverlauf und auch das Wohlbefinden von Mutter und Kind. Und falls Probleme auftreten, dann zieht die Hebamme sofort eine Ärztin oder einen Arzt hinzu. Es gibt verschiedene Orte, an denen eine Frau gebären kann. Der erste Ort ist natürlich im Krankenhaus oder in einer Klinik. Dort ist es allerdings so, dass alle 8 bis 12 Stunden ein Schichtwechsel stattfindet und dann ständig eine neue Hebamme übernimmt. Und zudem kommt es vor, dass oft 2 oder 3 Frauen gleichzeitig von einer einzigen Hebamme betreut werden und es kann einfach keine kontinuierliche Betreuung gewährleistet werden. Die zweite Möglichkeit ist zum Beispiel eine 1-zu-1-Betreuung im Krankenhaus. Das heißt, eine individuelle Begleitung der Geburt mit einer Hebamme, zu der man schon in der Schwangerschaft Vertrauen aufgebaut hat. Diese Frau oder diese Person kennt dann die Vorgeschichte oder die Vorgeschichte der Schwangeren und kann auch viel einfacher auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, nämlich das Kind entweder in einem Geburtshaus oder zu Hause zu bekommen. Und darüber möchte ich dann gleich noch etwas sprechen, weil wir sind schon bei der Hälfte des Textes angekommen und die Dolmetscher können jetzt tauschen. So, also ich habe gesagt, dass es auch die Möglichkeit gibt, das Kind zu Hause oder in einem Geburtshaus zu bekommen. Der Vorteil dabei ist, dass man die Hebamme seiner Wahl an seiner Seite hat. Man muss aber natürlich dann bei Komplikationen sofort in ein Krankenhaus verlegt werden, am besten so schnell wie möglich. Bei einer 1-zu-1-Betreuung im Krankenhaus oder bei der Geburt zu Hause fallen dabei noch zusätzliche Kosten an, dafür, dass die Hebamme auf Abruf bereitsteht und diese Kostenpauschale muss die Familie aus eigener Tasche bezahlen. So, und jetzt ist das Kind da. Was passiert nun? Nach der Geburt betreuen Hebammen Mutter und Kind im Wochenbett. Dafür kommt die Hebamme regelmäßig für eine Nachuntersuchung zu der Frau oder dem Paar nach Hause. Und die Hebamme kann auch in diesen ersten aufregenden Wochen viele Fragen beantworten und Ängste nehmen. Es gibt Hebammen, die sogar täglich kommen, um das Wohlbefinden von Mutter und Kind zu überwachen. Dabei untersuchen sie die Heilung der Mutter, antworten auf Fragen und Probleme zum Thema Stillen, kontrollieren das Gewicht und die Entwicklung des Babys und geben Tipps. Zum Beispiel, wie man das Baby richtig badet, wie man es trägt oder wie man es wickelt. Es gibt auch sogenannte Familienhebammen, die die Eltern im ersten Lebensjahr nach der Geburt betreuen, also praktisch ein ganzes Jahr zur Seite stehen. Und diese Hebammen haben neben der normalen Hebammenausbildung noch eine Zusatzausbildung gemacht und können deshalb auch Unterstützung und Beratung in sozialen Themen anbieten. Man sollte sich am besten so früh wie möglich um eine Hebamme kümmern, also das heißt direkt, nachdem die Schwangerschaft festgestellt wurde. Es gibt keinen zu frühen Zeitpunkt, um eine Hebamme zu suchen, da die Hebammen auch im Falle einer Fehlgeburt betreuen. Die Frage, die wir uns natürlich jetzt alle stellen, ist, wo finde ich denn überhaupt eine Hebamme? Also man kann eine Hebamme im Internet finden.
Es gibt sehr viele selbstständige Hebammen, die Internetseiten haben. Man kann in eine Hebammenpraxis gehen oder in ein Geburtshaus. Manche Hebammen hinterlassen auch Visitenkarten in Krankenhäusern oder Ärztinnen und Ärzte vermitteln an Hebammen. Es gibt in Deutschland für jeden Wohnort eine örtliche Hebammenliste. Dann gibt es einen Hebammenverband in jedem Bundesland in Deutschland. Und dann gibt es auch noch den Deutschen Hebammenverband. Man kann bei der Krankenkasse nach einer Hebamme fragen. Und für mich die beste Lösung ist, einfach im Freundes- oder Bekanntenkreis nachzufragen. Vielleicht hat ja eine Freundin gerade selbst ein Baby bekommen und kann eine Hebamme empfehlen. Es gibt übrigens auch männliche Hebammen. Ich habe jetzt immer nur von Frauen gesprochen, aber es gibt natürlich auch Männer, die diesen Beruf ausüben. Und die korrekte Berufsbezeichnung in Deutschland für Männer, die den Beruf der Hebamme wählen, ist Entbindungsbetreuer. In Österreich sagt man aber auch einfach Hebamme. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahr 2019 in Deutschland 16.118 Hebammen, weibliche Hebammen, und lediglich 6 Männer, also 6 Entbindungsbetreuer. 2 dieser Männer arbeiten in Baden-Württemberg, 2 arbeiten in Hessen, 1 von ihnen arbeitet in NRW und 1 in Rheinland-Pfalz. Also man kann sagen, ganz klar sagen, dass der Beruf zumindest in Deutschland noch sehr stark von Frauen dominiert wird. In anderen Ländern allerdings sind männliche Hebammen wohl schon länger völlig akzeptiert. Ich habe zum Beispiel im Internet gelesen, dass es in Australien, in Dänemark oder in Italien in fast jedem Krankenhaus mindestens 1 männliche Hebamme gibt. Und das ist sehr interessant, weil männliche Gynäkologen sind ja völlig normal oder mittlerweile völlig normal, aber männliche Hebammen haben es wohl oft sehr schwer. Und das, obwohl auch die Zahl der männlichen Gynäkologen mittlerweile stark zurückgeht. Nach den jüngsten Zahlen der Bundesärztekammer gibt es in Deutschland 25% weniger männliche als weibliche Gynäkologen. Hebamme zählt übrigens zu den ältesten Berufen der Welt. Man weiß, dass es schon im 3. Jahrtausend vor Christus Frauen gab, die die Geburtshilfe gewährleistet haben. Aber neben den positiven Aspekten dieses Berufes gibt es natürlich auch viele weniger schöne Seiten. Dazu zählen zum einen eine sehr schlechte Bezahlung, eine sehr teure Krankenversicherung, sehr lange Schichten im Krankenhaus. Die Arbeit geht einher mit sehr starken körperlichen Anstrengungen und man hat geringe Karrierechancen. Es gibt also keine Aufstiegsmöglichkeiten. Jeder Frau ist es natürlich selbst überlassen, ob sie während der Schwangerschaft eine Hebamme aufsucht oder nicht. Und es gibt, wie ihr gerade gehört habt, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten der Hebammenbetreuung. Und steht eine Schwangerschaft fest, dann sollte man sich am besten frühzeitig überlegen, welche Art von Betreuung einem am besten gefällt und sich dann direkt auf die Suche nach der passenden Hebamme machen. So viel zu der Arbeit der Hebammen. Ich bedanke mich für die Verdolmetschung und für die Aufmerksamkeit.